Hi und herzlich willkommen hier beim Mobile Gamer Guide, dem wohl besten Kanal, wenn es um mobile Videospiele geht. Wir sind bei Last Day on Earth und ja, auch ich mache endlich mal ein Video zur neuen Season 18. Und ja, ich habe natürlich schon einiges gespielt. Ich bin auch im Season Pass schon etwas vorangeschritten. Stufe 30 bin ich. Ich habe schon einiges an Geschenken abgeholt. Und meine kurze Meinung, wie finde ich die Season? Sie macht schon Spaß, nur wird man da nicht so reich wie in Season 17. Season 17 konnte man natürlich so schön die ganzen Kisten sich kaufen durch die ganzen Wellen, die man abgeschlossen hat, was nicht viel gekostet hat, die Wellen, und man so sehr reich werden konnte, besonders vor dem Update von Season 17, wo man noch richtig günstig die ganze Zeit die Wellen machen konnte. Da konnte man ja richtig viel abholen an Loot und sehr schnell sogar den Season Pass abschließen. Ich habe ja sogar, ich glaube, 40 Level über den Level 60er. Ich war irgendwie bei Level 100 oder so. Also man konnte da sehr, sehr viel abholen in Season 17. Das ist jetzt bei Season 18 nicht der Fall. Man gibt halt hier diese Geschenke. Was habt ihr schon alles natürlich gemacht? Das heißt, man tötet halt Zombies in den ganzen Lootgebieten. Dafür bekommt man hier diese Stechpalmen als Belohnung. Normale Zombies, solche einfache Zombies mit 40 HP geben 2 oder die Giftspeier geben 6 Stechpalmen. Und wenn man halt die Zombies killt, die auch noch verkleidet sind, gibt es nochmal Bonus obendrauf. Und je nachdem, wenn ich jetzt 250 Stechpalmen habe, kriege ich halt 5 Geschenke, 5 Belohnungen, wovon ich eine auswählen kann, in gewöhnlicher Qualität. Wenn ich dann 500 nochmal erreiche, gibt es sie dann in seltener, und halt bis 750 Stechpalmen am Ende kriegt man dann halt wirklich, wirklich sehr seltene Belohnung. Und die beste Belohnung ist halt Crampy. Crampy hier, eine kleine Figur, die man hinstellen kann, und die habe ich auch schon. Hier seht ihr es gerade, mein Torbogen, und da haben wir Crampy, den habe ich schon bekommen gehabt. Wir wollen jetzt allerdings ein paar Missionen abschließen, und ich habe sonst auch noch ein bisschen was fertiggestellt in meiner Basis. Das kann ich euch auch zeigen. Meine Basis hat sich auch was getan, nämlich ich habe hier meinen Metallraum fertig, ne, bis auf die zwei Wände, aber die brauche ich ja nicht hier, weil da meine Garage davor ist. Werde ich irgendwann mal natürlich machen, und auch hier diesen Boden noch, vielleicht den Boden auch, dass das alles komplett Metall ist, werde ich irgendwann mal machen. Aber ich habe jetzt hier meinen Metallraum fertig. Jetzt werde ich Eisenbarren sparen, damit ich halt die ganzen Kisten noch aufwerten kann und dann irgendwann mal dort Regale wirklich habe. Ich werde hier auch noch eine neue Kiste noch hinstellen, dass ich hier wirklich komplett alles mit Kisten voll habe. Da gucke ich aber mal nach, dass ich da nur die großen Kisten reinpacke, und dann werde ich hier ein bisschen anders sortieren und da dann halt die seltenen Sachen reinpacke. Wir wollen jetzt, wie gesagt, ein bisschen was hier erledigen. Ich nehme mal eine Schrotflinte mit, einfach nur damit ich es habe. Ich werde mal eben ganz kurz was zu essen mitnehmen. Auch mal eben ganz kurz was essen und was trinken, damit ich eben hier auf 100 bin. Gehen dann mal eben rüber und werden die Schrotflinte eben aufbessern. Das ist nicht die Schrotflinte, hier ist die Schrotflinte. Zack, die ist auch aufgewertet. Was haben wir hier? Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier gedingst habe. Packen wir eben einfach jetzt hier eine Rüstung rein. Denn die Kleidung muss ich auch mal ein bisschen aufleveln. Ja, auf jeden Fall, hier werde ich jetzt einiges schon weiterhin verbessern in meiner Basis. Ist jetzt schon alles auf einem guten Weg. Was habe ich denn sonst noch? Kabel, ne? Kabel. Und ich glaube, ich kann jetzt den ersten Fall werde ich jetzt abschließen. Wo habe ich nochmal die Kabel hingepackt? Da. Ach komm, pack die 4 Stück weg. So. Gehen wir mal los. Ich werde erstmal 5 Wasser eben mitnehmen. Aus dem einfachen Grund, mein Motorrad ist verdammt verdreckt. Da seht ihr es, das ist ja nur eine reinste Schmutzkarosserie. Ja, eben ganz anderen. Ich habe leider kein Santa Claus Dings. Ja, nimm mal den hier. Und dann fahren wir mal los. Ich muss 2 Missionen abschließen an sich, und ich muss jetzt zur Fabrik, und wir wollen jetzt zur Fabrik gehen, weil ich glaube, das ist jetzt der letzte Auftrag,
um Fall 1 abzuschließen. Es gibt drei Fälle, die man jetzt im Laufe der Zeit abschließen kann. Oh. Ja, ich muss erstmal ganz kurz hier hin, ne? Ein paar Flaschen habe ich. Muss mal eben ganz kurz hier Loot holen. Und hoffentlich wieder ein paar Schusswaffen. Weil Schusswaffen habe ich schon jetzt einiges verbraucht, um halt meine Geschenke immer wieder aufzuwerten. Jetzt mache ich da jetzt nicht so viel Hehl drum, um die Geschenke aufzuwerten. Man kann halt von den 5 Geschenken, die man dann hat, 1 auswählen. Ne, wie gesagt, es werden dann am Ende ja immer 5 Stück hier ausgewählt. Davon kann man dann 1 auswählen. Und die restlichen 4 gehen ins Depot. Und man kann am Ende dann das Depot für 75 Gold, ja, plündern. Und diesen Loot auch noch abholen. So, 11 Stück sollten reichen. Gucken wir mal. Ich weiß nicht, hoffentlich nicht die ganze Zombie-Horde. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ne, es ist nicht die Zombie-Horde. Okay. Damit sind sie erledigt. Nehmen wir mal Farbe und das mit. Dann nehmen wir hier mit. Okay. Und erstmal die Leichen looten, ne? Da ist dann weniger drin. Das Wichtigste sind natürlich die Motorräder. Da hat man den größtmöglichen Loot. Bin auch dabei, endlich mal jetzt auf Level 50 hochzuarbeiten. Level 50, Level 40 mein Bike, damit ich dann auch mal die besseren Dings machen kann. Die besseren Events, Shopper-Events. Weil dort kann man dann noch Autobatterien bekommen. Und hier habe ich schon mal eine Glock drin. Sehr schön. Haben wir mehr Bauxit. Die gelben brauche ich nicht. Davon habe ich mehr als genug. So, nehmen wir mal hier wieder mein Hackeball. Jetzt haben wir wieder noch eine Waffe dabei. Okay. Und packen das dort rein. Schauen wir mal. Wie findet ihr denn eigentlich die neue Season? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich interessieren, wie ihr die Season findet. Wie gesagt, Season 17 fand ich vom Loot her, was man bekommen konnte, besser. Allerdings sage ich jetzt auch nicht dazu. Nein, ich finde auch jetzt hier die Belohnung an sich nicht so berauschend. Ne? Die Kisten, okay, die öffne ich allerdings, wenn ich sie habe, noch nicht. Die werde ich alle später auf einen Schlag öffnen. Die sammle ich jetzt erstmal. Waffe, okay. Rumgucken in Ordnung. Den finde ich sehr langweilig. Ne, die Ersatzteile kann ich auch gebrauchen. Ultimatum ist auch in Ordnung. Kiste, ja, gut, hier wieder so ein Set. Ration, okay. Das Bike finde ich so... finde ich nichts Besonderes. Münzen in Ordnung. Shopperteile, ja, zum Aufleveln. ATV-Getriebe, das ist natürlich sehr schön. Und hier den Hornissen-Skin finde ich jetzt auch nicht so toll. So toll erinnert mich ein bisschen an diesen Ätzen-Skin, den es bei den Amazon Prime-Dings bekommen hat. So, Federbehebung. Gehen Sie zurück zur Fabrik. Und dann gucken wir mal, was ich dort jetzt machen muss. Wir schließen jetzt hoffentlich Fall 1 ab. Ich habe hier schon, war ich schon gewesen. Hier gibt es immer mal wieder den Robo-Center, den man killen kann. Und hier haben wir jemanden. Hier bereit, nur kurz rein und wieder raus. Wir brauchen nur 2 Minuten, okay. Machen wir das doch. Rein, raus, hast du gesagt. Verschlossen. Ich lade Daten herunter. Wenn Klaus noch lebt, können wir ihn kontaktieren. Kein Strom, wir müssen den Notstromgenerator anwerfen. Schaffst du das? Bestimmt. Wenn du mir sagst, wo der ist. Wenn du mir sagst, wo der ist. Hier. Ich weiß nicht, wo der Notstromgenerator ist. Da unten.
Oder seht ihr, es gab jetzt 8 von diesen Sammeldings-Sorium-Gedöns. So, Notstromgenerator ist an. Oh, können jetzt hier die Türen vielleicht auch geöffnet werden? Das wäre natürlich geil. Finden Sie Nisse? Ja, Nisse ist die Frau bestimmt, ne? Die Fabrik läuft. Das geht immer noch nicht. Das wird dann später sein. Dann gehen wir jetzt zu ihr hin. Ich gebe dir Deckung. Nutzen Sie den Computer. Beweise, dass du kein Roboter bist. Hä? What? Okay, ich wusste nicht, ob die nachher mich anspringen, deswegen habe ich jetzt mal eben einfach geschossen. Sollte vielleicht mal die Glock lieber nehmen, was habe ich denn hier? Vergrößertes Magazin, okay. Das Signal von Klaus, ein Notsignal. Gut, wir haben jetzt ein Notsignal bekommen. Oh, ich kann... Klaus braucht unsere Hilfe. Ah, jetzt kriegt man hier endlich die Teile, die braucht man nämlich auch, um den Baum aufzuwerten. 5 Stück an der Zahl. Das ist natürlich jetzt fein. Dann gehen wir mal raus. Gehen Sie zurück zur Bar. Ich habe nicht soweit alles jetzt von dem Baum abgeschlossen. Jetzt brauchen wir nur noch 5 Stück von diesen Teilen. Und dann können wir den Baum halt auch aufleveln. Dann kann man, glaube ich, sogar vielleicht 2 Geschenke auswählen am Ende. Ne? Weil hier steht nämlich... Ach, nicht da. Hier steht... Kostenlose Belohnung. Also 1 kriege ich. Anzahl der kostenlosen Belohnungen hängt von der Dekoration in der Bar ab. Das heißt, wenn ich hier dann die Bar vielleicht aufwerte, kann ich dort mehr Belohnung abgrasen. Das wäre natürlich auch fein. Dann macht es auch mehr Sinn, so seltene Sachen, und kann die dann, obwohl ich werde sehr wahrscheinlich am Ende so oder so mir das holen, weil ich brauche halt die Ersatzteile auch, um Mods zu... entwickeln, abzuschließen. Deswegen werde ich das sehr wahrscheinlich trotzdem machen. Also mir für 75 Dings gönnen. So, ich soll eben nur 5 Steine sammeln, ne? 1, 2. Ich mache eben ganz schnell noch hier die 2 Missionen hier. Dann habe ich das auch abgeschlossen. 4. Vielleicht noch mal eben ganz schnell zur Kiste. Gucken, wo die Kiste ist. Nicht diese Kiste. Oh. Da hab ich jetzt... Die geben immer nur 2, das lohnt sich nicht, ey. Wirklich, die zu killen. Gehen ganz schnell. In jedem Gebiet ist ja eine Kiste, wo es etwas von diesen Dekorationsteilen gibt. Meine Güte, dauert mir gerade ein bisschen zu lang, ja. Da ist die Kiste. Der gibt jetzt wieder 8 von diesen schönen Teilen. Und hier haben wir etwas von dem drin. So, dann gehe ich jetzt noch ganz schnell zum Kiefernhain. Das kann ich auch mal mitnehmen. Ja, komm, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Kann ich das auch eben ganz schnell machen. Meine Rüstung geht gerade zur Neige. Nicht schlimm. So, und Kiefernhain dann wieder zur Bar und abschließen. Ja, toll. Jetzt kommt das natürlich noch. So klar. Müssen wir denn hier Bären sammeln? Oh, ist auch einfach. Geht ja auch schnell. Ach, jetzt habe ich zu viel verbraucht an Energie. Ich habe ja derzeit wieder VIP-Status. Da kann ich halt zur Tankstelle kostenlos laufen. Und dann von da zum Kiefernhain ist natürlich weniger Energieaufwand als von hier unten nach dahin. Vergesse ich aber jedes Mal. Jedes Mal derselbe Scheiß.
Weihnachten steht ja vor der Tür. Es ist fast soweit. So, eben nur Bären suchen. Bären, 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 Bären. Da sind Bären. Und da ist auch die Kiste. Auch direkt in die Kiste öffnen, wenn wir schon mal da sind. Hier nur die roten. Hier haben wir Bären. Hier unten sind Bären. Da sind Bären und noch ein Strauch. Ein Strauch noch. Stehende Kiste und da rechts sind noch mal Bären. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Fressen, fressen, trinken. Gut ist. Den killen wir noch mal eben. Die zwei Punkte haben oder nicht haben. Jetzt können wir zur Bar, weil jetzt kann ich auch direkt die Aufgaben hier abschließen. Natürlich. Die ganzen Events, die jetzt kommen. So, habe ich auch noch Platz in meinem Rucksack? Ja, habe ich. Ansonsten hätte ich was wegpacken, obwohl ich packe jetzt ja sowieso noch diesen Schmuck in den Baum. Und dann geht es weiter. Und hoffentlich haben wir jetzt dann Fall 1 abgeschlossen und es öffnet sich Fall 2. Die Akte. Bim, bim, bim. Hier haben wir jetzt den Baum. Oh ne, ich muss noch die zwei Sterne muss ich auch noch einpacken. Die habe ich aber in meiner Basis. Weihnachtsfinger. Drei Stück noch. Drei Stück. Warte mal, eben mal was gucken. Ich habe nämlich noch 15 Rationen. Ich weiß, dass man für die Fabrik 5 Rationen braucht, um den zu looten. Ob ich jetzt auch diesen Finger bekomme, wenn ich da loote, wäre natürlich grandios. Da könnte ich ganz genau dreimal das bekommen. Gucken wir mal. Einmal Autoclear und leider nicht. Schade. Schade. Wäre schön gewesen. Hätte ich jetzt dann auch nochmal den Finger bekommen. Den Weihnachtsfinger. Dann hätte man dort nämlich direkt das abschließen können. Dann hätten wir den Baum jetzt schon auf Level 2 hochgepusht. Schade. Das gibt es also nicht. Schauen Sie auf das Untersuchungsbrett. Machen wir. Fall 1. Alles erhalten. Zack. Und damit haben wir Fall 1 abgeschlossen. Die Spur. Jemand scheint Klaus angegriffen zu haben, als er Geschenke ausgeliefert hat. Wir müssen so schnell wie möglich zum Notsignal, sollten aber wachsam bleiben. Zack, damit haben wir Fall 1 abgehakt. Fall 2 ist dann in der zweiten Woche dran. Und auch die zwei Aufgaben haben wir abgeschlossen. Damit sind wir jetzt auch schon mal hier um einiges weitergekommen. Ordentlich weiter. Danke dafür. Und haben auch hier jetzt bis 182 von 750 wieder. Also das heißt, wir haben die 250 voll gemacht, wir haben die 500 danach voll gemacht und sind jetzt schon bei 182 von 750 bei der letzten Stufe angekommen. Da habe ich noch 3 Stunden 40 Minuten Zeit, um das zu machen. Und dann kann ich halt auch wieder von den ganz wertvollen Dingen was ab oder aussuchen. Das ist jetzt ja die Sache hier. Gibt es hier ein paar neue Leute? Sieht nicht danach aus. Gibt nichts Neues hier. Man kann immer noch nicht rein. Immer noch nicht rein. Immer noch nicht rein. Nee. Das ist Season 18 bisher und Fall 1, das wir jetzt abgeschlossen haben. Fall 1 ist jetzt abgehakt. Sehr fein. Wie gesagt, mein Fazit immer noch von der Story her an sich eine schöne Season. Von der Aufmachung auch eine schöne Season. Allerdings vom Loot bisher hat mir die vorherige besser gefallen. Ganz klar hat sie mir dort besser gefallen.
Ich werde jetzt ganz normal wieder zur Basis zurückgehen, dort alles dann abgeben und dann halt offscreen ein bisschen weiter hier Zombies killen, damit ich die letzte Stufe erreiche. Ja, und halt dann hoffentlich wieder was Schönes drin habe. Ich sag mal, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst dem Ganzen noch gerne einen Daumen nach oben da, ne? Unterstützung kostet nichts. Als Weihnachtsgeschenk wünsche ich mir das. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass ihr alle Daumen nach oben gebt, die ihr habt. Ne? Ihr könnt zwar nur einmal drücken, aber lasst andere Accounts dann auch noch rein. Alles Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Danke dafür. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal und man sieht sich, reingehauen. Ciao, ciao.